Heute Nachmittag geht es zum Madame Passé. Chilan und Rumesh, zwei sehr nette Angestellte der Villa Nanda, haben uns anlässlich unseres gestrigen Hochzeitstages zu einer Fahrt über den See eingeladen. Abends sollen hier besonders viele Weißkopfseeadler zu beobachten sein. Gegen 16 Uhr holt uns Chilan von der Villa ab und wir spazieren gemeinsam zum Madame Passé. Am Weg liegt ein kleiner Tempel, der gerade frisch renoviert wird. Natürlich wollen wir den Tempel gern besichtigen und Chilan zeigt ihn uns voller Stolz. Schöne bunte Wandmalereien zieren die Buddha-Statue. An dieser Tafel sind die Namen und Beträge der Spender verewigt. Ein Herr zeigt uns ein Plakat, wie der Tempel vorher ausgesehen hat, und so sieht er heute aus. Natürlich wollen auch wir die Renovierungsarbeiten mit einer kleinen Spende unterstützen. Sogar einen kleinen Mondstein gibt es hier. Und die Halterungen für die Lichterspenden. Schließlich kommt Rumesh und legt mit seinem Boot am Ufer an. Wir besteigen das Boot und los geht's, die Fahrt über den Mandampa See. Das Wasser ist ruhig und sehr warm und die Umgebung ist einfach wundervoll. Entspannt genießen wir die Fahrt mit unseren Freunden über den See. Sehr viele verschiedene Vogelarten leben hier am See, zum Beispiel dieser Kormoran. Wir passieren die Gangananda Villa. Auch diese Villa ist zu mieten. Da aber hier in der Nähe eine Wedding Hall gebaut wird, wird diese Villa wohl auch für zukünftige Pläne keine Rolle spielen. It looks like a mouse. Zur Erfrischung bereitet Chilan wieder eine Königskokosnuss vor. Künstlerisch gestaltet, wie immer. In lockerer Stimmung geht es über den See und wir beobachten die vielfältige Vogelwelt. Merkwürdige Früchte treiben auf dem Wasser. So, der Baum schaut hier aus. Ein kleines Blatt schwimmt vorbei, auf denen Wassertropfen perlen. Leider kommt es auf dem Video nicht so richtig rüber. Mit dem beginnenden Sonnenuntergang zieht der erste Weißkopfseeadler seine Runden über uns. Leider ist es sehr schwierig, mit der Videokamera diese Vögel einzufangen. Vorbei geht es an einer Garnelenfarm, die aber wohl auch schon bessere Zeiten gesehen hat. Ein Varan taucht auf und ebenso schnell auch wieder ab, gerade als die Videokamera aufnahmebereit ist. So geht es uns ständig. Bei der nächsten Kamera müssen wir wohl darauf achten, dass diese schnell schussbereit ist. Eine weitere Villa am See, ebenfalls zu mieten. Ich starte einen neuen Versuch, den Flug des herrlichen Weißkopfseeadlers mit der Videokamera einzufangen. Die Krähen wollen ihn vertreiben. Das ist wie bei uns zu Hause. Das ist gegangen, ne? Baba, okay, Leben.
Langsam geht die Sonne unter. Es wird Zeit, den See zu verlassen. Wir bedanken uns bei Chilan und Rumesh für diesen wundervollen Tag. Bye. Thank you. Bohomes tutti, Chilan und Rumesh.